Das Salz der Erde, 12. Kapitel. 3 Jahre waren ins Land gegangen, seit Igor den Anfang zum Studistendorf Radestino, das Hoffnungstal heißt, gelegt hatte. Wiederholt waren im Laufe dieser Zeit nach ihnen verschickte Stundisten aus anderen Gouvernements hierher gekommen und hatten Gott gedankt, hier Unterkunft bei Glaubensgenossen finden zu können. Dadurch waren die Arbeitskräfte gewachsen, und das Ganze machte mit seinen Dutzend Hütten schon einen wohnlichen Eindruck. Nur eine Sorge war es, die Igor, den Leiter des Ganzen, manchmal beschlich. Wie soll es gehen, wenn seines Schwiegervaters und sein Vermögen aufgebraucht sein würde? Denn die meisten der Ankömmlinge brachten weder Geld mit, noch hatten sie dafür Sorge tragen können, dass andere es ihnen nachschickten. Sie waren mit ihrem ganzen Besitz gekommen. Und Igor musste ihnen das Holz zum Bau ihrer Hütten und den Lebensunterhalt des ersten Jahres vorstrecken. Wenn es nicht irgendwie ein Mittel gab, um von den Erträgen ihres Ackerbaus auch etwas zu verkaufen, musste über kurz oder lang eine große Schwierigkeit eintreten. Denn wenn man auch das Notwendigste an Nahrungsmitteln mit Ausnahme von Tee, Zucker und Salz sich hier schaffen konnte, so blieben doch nicht unerhebliche Ausgaben übrig für Holz, Eisen, Werkzeuge, Stricke, die sich dann später gar nicht mehr erschwingen lassen würden, denn es durfte ja niemand von ihnen über den Fluss zurück, um etwa in der Stadt etwas zu verkaufen. Solange sie mit Geld versehen waren, kam jener Jude immer wieder zu ihnen, um Einkäufe für sie zu besorgen. Wie aber sollte man es einrichten, um ihm etwa Wagenladungen voll Weizen, Hafer oder Gemüse für die Stadt mitzugeben? Dabei wuchs die Kolonie und gerade die ersten Jahre kostete es, um der Einrichtung willen, sehr viel. Eine andere Schwierigkeit bildete das Wasser. Wohl hatten sie einen Damm mit einer Schleuse durch den Fluss gezogen. Wenn es aber oberhalb in den Ausläufern des Kaukasus heftig geregnet hatte und auch wirklich eine Menge Wasser ankam, so war dasselbe, wahrscheinlich durch die Beschaffenheit der Schluchten, aus denen es zusammenlief, so kalkhaltig und schmutzig, dass Tage vergingen, bis die Menschen es genießen konnten. Hatte es aber wieder viele Wochen nicht geregnet, dann bekam das stillstehende Wasser einen üblen Geruch und wurde selbst der Gesundheit gefährlich, also dass man es nur gekocht zu genießen wagte. Im letzten Sommer war ihr ganzer See, den sie durch den Damm gebildet hatten, durch langanhaltende Dürre in einen hässlichen Sumpf verwandelt, so dass selbst das Vieh wochenlang Not litt. So war es denn kein Wunder, dass der Plan Igors, einen Brunnen zu graben, wie er ihn unter ähnlichen Verhältnissen als Knecht in der Krim hatte graben helfen, immer mehr Raum bei ihnen gewann. Und so wurde beschlossen, wenn das Feld für die Wintersaat bestellt sei und man monatelang draußen wenig zu tun hatte, an einer geeigneten Stelle, wo sich das untere Ende des Dorfes befand, es mit dem Brunnengraben zu versuchen. Doch ehe es dazu kam, machte die kleine Kolonie noch eine Probe durch, ob sie ihres Meisters Grundsätze auch in das Leben zu übertragen imstande sei. Es war ein heftiger Herbststurm, der über die Steppe brauste und die lose Erde ähnlich behandelte wie in nordischen Gegenden den Winterschnee. Ein paar Fuß hoch wirbelte schwarze Erde durch die Luft, die bloßen Teile des Körpers brannten empfindlich durch die gegen sie geschleuderte Erde, und an den Häusern, Bäumen und Sträuchern türmte sich an einem Nachmittag ein ganzer Berg feiner schwarzer Erde auf. Das Vieh kam brüllend von der Weide zurück und barg sich im Schutz der Häuser und Ställe, so dass man es unter Dach und Fach bringen musste. Dabei war einem das Atmen erschwert und die Bewegung im Freien eine Qual. Niemand wollte draußen etwas zu tun haben, und darum ließ Igor auf diesem Abend eine Bibelstunde in der Versammlungsstube ansagen, die neben der Hütte des Müllers gebaut worden war. Wie sie eben gesungen hatten und einer das Gebet gesprochen, hörte man draußen heftig die Hunde anschlagen. Ein halbwüchsiger Knabe, den man geschickt hatte, um nachzusehen, was da sei, denn bis jetzt war nie ein Fremder zu dieser einsamen Ansiedlung verschlagen worden, kam schreckensbleich zurück und rief: »Die Kurden sind da!« Alle sprangen auf und manche der Frauen schrien vor Schrecken. Als Igor hinaustrat, sah er zwei Reiter vor dem Hause halten, kleine, magere Pferde, die offenbar übermüdet die Köpfe hängen ließen, und darauf saßen zwei Männer, deren Antlitz vom langen Ritt in diesem Wetter schwarz geworden waren und darum noch unheimlicher als wohl sonst aussah. Sie hatten hohe, spitze, zottige Mützen und einen Karabiner an der Schulter, in der rechten Hand die lange Lanze mit eiserner Spitze.
Wie erstaunt aber war Igor, als die Leute die Lanzenspitze zu Boden senken und mit angstvoller Miene in gebrochenem Russisch um Schutz baten. Sie seien verfolgt von Kosaken, abgeschnitten von den ihrigen und könnten bei dem Wetter nicht mehr weiter. Der Russe ist an und für sich gastfrei. Und wenn auch das Räubervolk der Kurden mit der russischen Grenzbevölkerung immer in blutiger Fehde liegt und so manche schauerliche Bluttat von ihnen erzählt wird, wäre es doch unbarmherzig gewesen, die Flehenden in diesem Fall abzuweisen. Nach kurzer Beratung nahm man die Fremdlinge auf, gab ihnen Unterkunft für die Pferde und Wasser für sich zum Waschen, setzte ihnen dann Essen und Trinken vor und wies ihnen eine Kammer zur Nachtruhe an. Dann aber wurde in der Versammlung darüber beraten, was zu geschehen hätte, wenn die verfolgenden Kosaken etwa herkämen und die Flüchtlinge suchten. Ein Standist meinte: »Ach was! Uns hat der russische Staat gottlos und ungerecht genug behandelt. Wir haben auf die Kosaken wahrhaftig keine Rücksicht zu nehmen und wollen darum uns getrost auf die Seite der Kurden stellen. Und doch ist es für die Sicherheit unserer kleinen Kolonie besser. Man liefert die Kurden aus. Oder, wenn die Kosaken nicht kommen, bindet man sie und führt sie selbst nächstens zur Stadt. Denn sonst erwächst für unseren ungeschützten Ort die andere Gefahr, dass diese Leute, die hier doch allerlei zu rauben fänden, nach Hause kommen und dort erzählen, was es hier alles gibt. Und dann kommt nächstens eine ganze Bande uns auf den Hals.« Der Müller aber schüttelte den Kopf und meinte: »Ach, Kinder, wir müssen in solchen Fragen immer nur die Aufgabe des nächsten Augenblicks im Auge haben. Jetzt eben sind diese Leute im Unwetter unserer Hilfe und unseres Schutzes bedürftig, und darum nehmen wir sie auf. Sollten die Kosaken ihnen auf der Spur sein, so haben sie bei der hereinbrechenden Dunkelheit und dem furchtbaren Erdtreiben ihre Spur verloren und kommen frühestens morgen am Tage hierher. Bis dahin sind die Kurden ausgeruht und können längst wieder fort sein. Sie gefangen nehmen und den russischen Behörden überliefern, ist nicht unsere Aufgabe. Denn was wissen wir, ob gerade diese zwei Männer sich irgendetwas haben zu Schulden kommen lassen? Und wer hat uns zum Richter über sie gesetzt? Mir ist ein ganz anderer Gedanke gekommen. Wir wollen für sie beten und sie so freundlich als möglich entlassen, damit sie ihren heidnischen Stammesgenossen nur Gutes von uns berichten. Der Gott, der uns bisher vor ihren Überfällen bewahrt hat, kann das ja auch ferner tun. Ja, in seiner Hand könnte solch eine Bekanntschaft noch eine andere Folge haben. Da sie doch etwas Russisch verstehen, könnten wir ihnen zu einem Licht werden und geistlichen Segen unter diesen rohen Leuten verbreiten.« Igor stimmte ihm zu, und dabei blieb es. Zum Glück kamen die Kosaken nicht. Und als am anderen Morgen der Wind sich gelegt hatte, entließ man die Fremdlinge mit Mundvorrat auf einen Tag versehen auf das Freundlichste. Sie neigten sich bis auf die Erde, nahmen Erde zum Zeichen des Schwures in den Mund und versicherten: »Ihr seid unsere Freunde. Kusun Aga, unser Scheich, wird euch dafür belohnen, dass ihr Gutes an uns getan habt.« Dann schwenkten sie die Lanzen über das Haupt und sprengten in Windeseile der Wüste zu. Wochen und Monate gingen darüber hin, ohne dass man etwas von ihnen gehört hatte. Da kam eines Tages eine Schar von etwa 30 Kurden angeritten, die einige ledige Pferde mit sich führten. An ihrer Spitze ritt einer von den beiden, die man damals beherbergt hatte. Sie brachten einige wertvolle Felle und einen kunstvoll verzierten Sattel zum Geschenk und erklärten, ihr Scheich wolle Freundschaft machen mit diesen Leuten und lade daher einige von ihnen ein, zu ihm zu kommen. Eine starke Tagesreise von hier stünde jetzt eben ihr Aue. Manche der Russen waren bestürzt und fürchteten etwa als Gefangene dort behalten zu werden. Der Müller und Igor beruhigten sie aber und waren sofort entschlossen, die Reise zu unternehmen. Nach einigen Stunden ritten sie wirklich mit der kriegerischen Schar ab. In der Zeltstadt der Kurden wurden sie auf das Freundlichste empfangen und bewirtet, und der alte Scheich Kusun Aga hatte großes Wohlgefallen an dem greisen Stundisten. Da sich nun unter den Kurden einer fand, der gut Russisch verstand und als Führer bei verschiedenen wissenschaftlichen Expeditionen mehr Intelligenz und Weltkenntnis gewonnen hatte als die anderen, spielte er einen ganz vorzüglichen Dolmetscher, und Igor
sowohl als sein Schwiegervater, konnten mehrstündige Predigten über das Heil in Christo vor dem Völklein halten. Satz für Satz wurde getreu verdolmetscht, und in den Unterhaltungen, die sich an diese Predigten knüpften, merkten die beiden Stundisten sehr bald, dass Jesus, den diese Mohammedaner Issa nannten, ihnen keineswegs fremd war. Nur waren natürlich ihre Vorstellungen von Issa sehr dürftig und schief. Aber mit leuchtenden Augen sagte der Scheich: Jeder von uns weiß, dass Issa ein Prophet Gottes war. Und wenn Mohammed wiederkommen wird, dann werden alle wahren Anhänger Issas, wie ihr zum Beispiel, mit uns vereinigt werden und den großen Krieg gegen die Ungläubigen auf allen Straßen der Welt führen. Auch lehrt man bei uns, dass Issa aus seinem Grabe, das neben dem Grabe des Propheten Mohammed liegt, aufstehen wird und all den Christen sagen werde, dass Mohammed der größere Prophet sei. Dann werden die Feinde Issas ihn totschlagen und er wird in dem leeren Grabe, das man eben in Mekka zeigt, beerdigt werden. Und dann wird Mohammed auch als sein Rächer durch die Welt ziehen. Das Ende ihrer freundschaftlichen Unterhaltung war, dass die Kurden abmachten, sie wollten dafür sorgen, dass alle ihre Stammesgenossen auf 10 Tagesreisen im Umkreis es erführen, dass sie Freunde der Hoffnungstaler Russen geworden seien. Dann würde ihnen niemand etwas anhaben. Und wenn Igor darauf einging, könnte folgender Tauschhandel eingerichtet werden. Sie wollten alle Jahre, nachdem die Russen ihre Ernte beendigt, hinkommen und von ihnen Getreide kaufen. Da aber die Wüstensöhne meist auch nicht über Bargeld verfügten, wollten sie ihnen als Ersatz junge Pferde oder getrocknete Rosinen bringen, die sie etwas weiter südlich in großer Menge spottbillig bekommen könnten. Außerdem aber sollte Igor oder der alte, weißhaarige Lehrer einmal im Jahr zu ihnen kommen, um ihnen das Wort Gottes zu verkündigen. Mit dankbarem Herzen kehrten die beiden Abgesandten wieder heim und wurden nach der 4-tägigen Abwesenheit mit Jubel empfangen. Als man jetzt mit Ernst an die Brunnenarbeit ging, machte man eine neue Entdeckung, die der Kolonie eine ungeahnte Hilfe im Irdischen sein sollte. Sie stießen nämlich, nachdem sie eine Lehmschicht von mehreren Metern durchgraben hatten, auf Muschelkalk. Derselbe ist, wenn er eben aus der Erde gegraben wird, ein weicher, bräunlicher Stein, der voll Versteinerungen und Muschelresten steckt. Mit einem scharfen Spaten oder einer breitgezahnten Blocksäge lässt er sich in großen Stücken bequem zerlegen und herausheben. Kaum aber liegt er einige Wochen den Sonnenstrahlen und der Luft ausgesetzt, so wird er härter und weißer, so dass er nach wenigen Monaten das vorzüglichste Baumaterial abgibt. Als die anderen Mitarbeiter auf den Muschelkalk stießen, ließen sie verzagt die Spaten sinken. Igor aber kannte ihn aus der Zeit seines Aufenthalts in der Krim und sagte mit großer Bewegung: »Danket Gott, Kinder, jetzt sind wir aus aller Not. Wenn dieses Muschelsteinlager groß genug ist, können wir nicht nur für unser Dorf uns so viel Steine schneiden, dass wir alle in stattlichen Häusern wohnen werden, sondern das gibt sofort einen Handel mit der Stadt.« In der Folge zeigte sich, dass die Schicht etwa 12 Meter dick war und sich den ganzen Uferrand entlang zog. Kein Mensch wusste, wie weit. Nachdem der Brunnen endlich in Ordnung war und gesundes Wasser in hinlänglicher Menge für das ganze Dorf lieferte, ging man daran, Steine auszusägen und aufzuschichten. Jetzt hatten doch alle arbeitsfrohen Hände für den sonst so stillen Winter genug zu tun. Im nächsten Frühjahr wurden mit diesem vorzüglichen Material neue Häuser gebaut, die Zäune und Ställe damit in Ordnung gebracht, und damit etwa vorüberkommende Russen es gleich merkten, was man hier haben könne, wurde ein meterhohes Geländer an den Damm angebracht. Durch den Juden, der ab und zu noch Nachrichten und Geldsendungen von Herschel vermittelte, ließ sich Igor auch einige Tagelöhner und die entsprechenden Sägen verschaffen und bat ihn, er möchte doch in der Stadt darauf aufmerksam machen, dass hier solche Steine zum Verkauf fertig stünden. Wirklich kam nach einigen Wochen ein armenischer Bauunternehmer heraus, besah sich die Steine und machte eine größere Bestellung, wobei freilich der Transport, den die Stundisten ihrer besonderen Lage halber nicht mit ihrem Fuhrwerk und ihren Leuten übernehmen durften, über die Hälfte des Kaufpreises verschlang. Dennoch war man Gott dem Herrn dankbar für diese 2 Wege, die Beziehungen zu den Kurden und diese neue Einnahmequelle aus den Steinen.
Wenige Monate später erlebten Igor und sein Schwiegervater noch eine große Freude. Mit einem größeren Trupp von Stundisten, die wieder hierher geschickt wurden, es waren etwa 15 Familien, kam auch ihr alter Freund, der Jude Herschel, an. Nach herzlichen Umarmungen erzählte er, es ginge jetzt in Russland so schlecht, dass er alle Lust am weiteren Verdienen verloren hätte. Er sei jetzt hergekommen, um zu hören, ob man ihn nicht hier besser brauchen könne. Der Müller lachte und meinte, erstens musst du dich hier bekehren, denn wir leben hier streng nach dem Evangelium, und zweitens kannst du nicht daran denken, hier eine Schnappschenke einzurichten. Oh, bekehren will ich mich, das ist mein Hauptgrund, warum ich komme, und ich meine, es wird hier doch auch ohne Schnaps für mich was zu tun geben. Gewiss, sagte Igor freudig, gewiss, bleib nur da, du sollst unser Kaufmann werden. Wir anderen haben weder die Möglichkeit noch auch recht das Verständnis, den Steinhandel oder den Verkauf der Pferde und Rosinen von den Kurden in die Hand zu nehmen. Wir wollen das Wort verkündigen. Wir wollen unsere Gärten und Felder in einem immer besseren Stand bringen. Alle Arbeitskräfte, die man nicht für die Hauswirtschaft braucht, werden dir für den Steinbruch zur Verfügung gestellt. Du übernimmst den Transport in die Stadt selbst und unserem Vieh sieht man ja nicht an, dass es den Journalisten gehört. Und der Reinertrag wird unter uns alle, einerlei wie viel einer hat mitarbeiten können, gleich geteilt, sodass, wenn's wirklich Gottes Wille wäre, uns noch einmal die Rückkehr in die Heimat zu gestatten, wir dort nicht noch einmal schier wie die Bettler anzufangen brauchen. Außerdem kommen ja immer wieder neue Studisten in diese Gegend und die meisten sind auf unsere Hilfe angewiesen. Der Müller aber nahm seine Kappe von den schneeweißen Haaren und sagte feierlich, »Der Herr bringt alles in Ordnung. Er sorgt für uns, die wir unsere Heimat um seinetwillen aufgegeben haben, wie ein reicher Vater. Er lässt uns hier ungestört das Wort lesen und brauchen. Und wie er uns schon die Kurden zum Segen gesetzt hat, so, ich bin es sicher, wird er es noch mehr tun für die Russen, die doch allmählich auch diese Gegend zu bewohnen berufen sind. Und wir dürfen mit Loben und Danken es einsehen, dass, wo wir sind, der Herr uns braucht, als Salz der Erde.